Hallo zusammen, willkommen zurück hier. Wir sind wieder auf der nordfriesischen Marsch unterwegs und ja, sitzen immer noch in unserem schicken neuen Drescher und ja, dreschen hier kräftig vor uns hin. Gucken wir mal, ob es der Abfahrer diesmal schafft, uns irgendwann abzutanken. Ja, wir haben ja gesagt, dieses Feld werden wir selbst abarbeiten. Und die nächsten wird dann wieder die Automatik reinhauen. Was wir da klar auch noch gucken müssen, wir müssen mit dem Ballenpressen unbedingt weitermachen. Das ist noch ganz wichtig. Ich glaube, das mit den Heuballen ist fast fertig. Das heißt, die Presse muss, genau, das wird ja genau jetzt gewesen sein, schätze ich mal. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt auf das Feld 8 runter, da die Strohballen weiter pressen. Dann müssen wir hier weitermachen. Eieieiei. Es ist auf jeden Fall einiges zu tun. So, lassen wir mal kurz warten, ob der Abfahrer uns jetzt abtankt oder nicht. Ja, er fährt zumindest schon mal los. Ja, dann kommen sie ran. Ich mache auch mein Geklappere aus. Na komm. Ja, genau. Du sollst herkommen, nicht wegfahren. Du brauchst keine Angst haben. Ich weiß, es ist ein neuer Drescher, aber der tut dir nichts. Ich möchte wetten, wenn. Ja, genau. Wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann kommst du an, ne? Nee, 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 nee. Dann bleib jetzt wenigstens stehen. Ey! Blödes Ding. Na gut, egal. Ein bisschen was ist rausgegangen. Dreschen wir halt so erstmal weiter. Sonst hauen wir hier gleich den Standardhelfer mal rein. Oder? Nee, wir haben eigentlich keine Zeit. Wir haben keine Zeit, um große Spielchen zu machen. Das heißt, wir machen ein Vorgewende. Wir lassen es auf weich stehen. Wir lassen hier Curseplay arbeiten. Und zwar erster Wegpunkt. Los geht's. So, wir müssen mal gucken, wo wir gebraucht werden. Ja, guck mal, den müssen wir jetzt mal hier irgendwo hinstellen. Weil der muss auf die 8. Wir brauchen jetzt den Ballenanhänger. So, du bist fertig. Dann würde ich sagen, du auch auf die 8. So, ja. Das klappt wohl noch nicht so richtig mit euch hier die Kommunikation. Ja gut, du hättest ruhig stehen bleiben können, Drescher, aber egal. Wir können das auch, wenn wir nebendran herfahren. So. Zumindest so lange, bis die Leitplanke kommt. Dann könnte es etwas eng werden. Oh Gott, oh Gott.
Ja, aber es geht. Aber wir sollten uns vielleicht mal hier die Einstellung angucken. Nächstgelegene Ausfahrt, das passt eigentlich soweit gut. Ja. Lass uns jetzt erstmal so ein bisschen Ordnung auch bei den Missionen machen. Da haben wir ja drei Stück abgeschlossen. Feld 72 wäre noch zu spritzen. Ja. Stopp. Feld 72. So, und dann werden wir jetzt aber erstmal Kredit zurückzahlen. Und irgendjemand ist schon wieder irgendwo angekommen. Keine Ahnung, wer das war. Gut, doch, das wird der LKW gewesen sein. So. Ach so, nee. Er hier ist auf der 78. Gott. Das wollte ich. Ich wollte erst mal löschen. So, das passte ja eigentlich alles. Ja, das wird jetzt eine gute Aufgabe werden. Bringt aber auch wieder gutes Geld. Wir kennen es ja. So, da machen wir das an. Wir sagen erster Wegpunkt. So. Die Frage ist jetzt nur, wie machen wir das mit dem Ballenpressen hier? Machen wir da einfach noch mal einen neuen Kurs. Das könnte man ja schnell erledigen. So, wenn wir jetzt den hier noch angekoppelt bekommen. So. Dann sammeln wir nämlich erstmal das auf, was jetzt hier rumliegt. Dann bringen wir das in den Kompost darüber. Und danach gehen wir erstmal Heuballen sammeln. Wir können aber auch gleich mal was testen. Ich habe. Ah, ne, ich habe den nicht umbenannt. Ah, gut, ne, ich hab's nicht. Ich habe nicht die neueste Version der Autoload-Spezialisierung. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ja. War da jetzt noch einer oder war da keiner? Doch, da lag noch einer. Oder? Nee. So, das heißt, wir machen den aus, schicken den zum Kiesberg. Und dann fährt der nämlich schon mal in die richtige Richtung. Und wir können uns um den hier kümmern. Dass der hier weiterarbeiten kann. Das heißt, wir machen dem noch mal einen neuen Kurs. Sagen hier wieder 10 Meter. Ja, wobei das ist wieder Schwachsinn. Wir müssen es so rum machen. Hier war das ja so. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da irgendwie in die Nähe dessen kommen. Ja, gut, da liegen doch noch Ballen. Ja gut, ist aber egal. Die können wir nachher einsammeln. So, hier ungefähr waren wir. Gut, wir lassen ihn einmal jetzt hier fahren. So, ich glaube, das passt. So. Gut. Ja, der Drescher läuft.
Der macht sein Ding. Ja, hier. Hier sind wir richtig. So, das heißt, wir fahren danach auf die 47 mit dem. So, dann hauen wir das nämlich wieder einfach hier hinten. Uah. Hier so, ob da, ja, einmal hängen bleiben. Hat er alles genommen, perfekt. So, weiter geht's. Keine Müdigkeit. So, ja, der macht hier die Warten. Boah, ist auf jeden Fall ein tolles Gerät hier. Schauen wir mal, ob der so gut weiterarbeitet, wie man das von ihm erwartet. Keine Ahnung, wo der jetzt aber längs fährt. Also der macht jetzt in die zweite Reihe. Okay. Oder er macht es so. Okay, auch gut. Gut, wir können ja mal hier. Also der fährt jetzt so rum. Okay, ja. Geht auch alles kein Problem. So, du kannst aber mal zwischenzeitlich nach Hause fahren. Der macht auf die 72 rüber, genau. Der düngt hier, das ist der für die Heuballen. So, wenn wir Zucker verkaufen sollen, vielleicht auch in der nächsten, im nächsten Tag, ist auf jeden Fall hier einiges da. Das ist schon mal sehr gut. So, was sagt das Wetter? Das Wetter ist eigentlich gut. Der August wird regnerisch, Juli ist sonnig. Genau das, was wir brauchen. Oh. Oh. So, jetzt warten wir auf den dämlichen LKW. Er kommt. Ja, der sieht halt sehr, sehr schmutzig aus. Machen wir mal die Plane weg, dann fällt das nicht ganz so auf. So, dann werden wir einmal hier oben Ballen einsammeln. Und wir, genau das können wir ja auch machen. Wir können ja den Case mit dem anderen Ballenwagen noch ausstatten und der kann ja mit Curseplay-Ballen sammeln. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Dann können wir mit dem eventuell schon mal, ja, zum Beispiel die Strohballen wegsammeln. Sobald der also am Hof ist, ja, hätte der eine neue Aufgabe. Oder er unterstützt uns hier. Weil das sieht nach viel aus, was wir hier rumliegen haben. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir einigermaßen schnell jetzt eben auch gerade mit den Strohballen vorankommen, weil erst wenn wir die Ballen ja vom Feld haben, können wir die Mission ja dann auch abschließen. Also müssen wir uns da wirklich ranhalten. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir auf die Uhr gucken, es ist ja schon nach 15 Uhr wieder. Also geht es auch irgendwann die Zeit aus und das wäre ganz fatal.
Ach, da ist noch ein Strohballen dazwischen. Ja, der Drescher muss entladen werden. Ja, gucken wir mal. Ja, es geht aber doch ganz schön was hier drauf wieder. Das müssen wir schon mal sagen. Ja, aber jetzt müssen wir einmal abladen, einmal neu sortieren. Damit wir dann doch noch etwas mehr mitbekommen. So, und ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, mit Heu müssen wir zur Gärtnerei fahren. So, ich will mal ganz kurz. Okay. Ich habe nichts gesehen. Ich habe rein gar nichts gesehen. Ja, das kann jetzt auch so ein bisschen das Problem dieses breiten Schneidwerks sein. Das heißt, ich müsste vielleicht den Abstand zum Abfahrer ein bisschen größer setzen. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz hier gucken. Ballen pressen. Ballen pressen. Gärtnerei, ja, richtig. Das heißt, warte mal, die Abfahrer. Abstand Rohr machen wir mal auf Meter. Und bei dem genauso. Vielleicht passt es dann besser. So, du holst nochmal Nachschub und fährst dann zum Hof. Genau. Oh, hier. Ach ja, 72. Die 72 muss bearbeitet werden. So, generieren wir den Kurs. Zack, 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 komm. Machen das an, sagen erster Wegpunkt und los geht's. So, der ist hier dabei, der fährt die Ballen weg. Ja, der hat hier noch nicht so viel gemacht. Ja, da müssen wir auch den hier warten. Ja, dann würde ich aber sa trotzdem sagen, dass wir den auf die 8 schicken, ne? Auch wenn da noch nicht so viele Strohballen sind, kann der da trotzdem ein bisschen arbeiten gleich. Tja, dann ja, Ballen pressen. Da muss der gleich aufs nächste Feld mit Ballen pressen. Der Drescher muss dann aufs nächste Feld. Also wir haben ordentlich zu tun. Das muss man schon sagen. Aber es ist ja genau das, was die NF Marsch ausmacht. Action, Action, Action. Aber ich würde sagen, mit der Action geht es in der nächsten Folge weiter, ihr Lieben. Wir sind nämlich fertig für den Moment. Das heißt, ich bringe jetzt noch den Ballensammler einmal rüber. Ja, und wie gesagt, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.